Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family und heute geht es um den Kakao. Ja, Kakao. Ist er nun ungesund oder gesund? Man weiß es nicht so genau, denn es gibt widersprüchliche Meldungen und Aussagen zum Thema. Grundsätzlich ist wichtig, dass wir trennen zwischen Kakao und Schokolade, Milchschokolade, Kava mit viel Zucker und Kuhmilch. All das ist definitiv ungesund. Wenn wir also von Kakao sprechen, jetzt hier in diesem Video, dann geht es um den reinen Kakao, den Rohkakao quasi und eventuell noch um die Kakao-hochprozentige oder hochkakaohaltige Schokolade. Also das heißt, alles über 80% macht Sinn und möglichst nicht mit Zucker versehen, sondern mit einem Zuckerersatzstoff. Das kann Kokosblütenzucker sein oder irgendwelche anderen Formen von Süßungsmitteln, aber eben nicht der normale Haushaltszucker oder der normale Rohrzucker. Dann können wir anfangen, über Kakao zu sprechen. Zunächst mal, ja, Kakao ist tatsächlich gesund. Es gibt unzählige Studien, die zeigen, was Kakao für positive Effekte haben kann. Einer der tollen Effekte liegt an den Flavonoiden, an den sekundären Pflanzenstoffen im Kakao. Und da ist ganz einfach der Kakao stark antioxidativ, also ein Riesenzugewinn, was das Thema angeht. Dann ist es so, dass der Kakao einen Stoff enthält, der nennt sich Epicatechin. Und das ist ein starkes Mittel gegen Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes und sogar Krebs. Des Weiteren hat der Kakao einen hohen Anteil an Magnesium, mit all den Benefits, die Magnesium per se mitbringt. Magnesium ist verantwortlich für über 300 verschiedene Prozesse im Körper und kann da quasi das alles mit unterstützend verbessern. Und grundsätzlich gibt es positive Studien beim Kakao zu dem Thema Stimmungsaufhellung, Libido-Verbesserung, PMS, also prämenstruelles Syndrom, kann besser werden, wenn man Kakao regelmäßig verzehrt. Es kann beim Abnehmen helfen, organischer Schwefel ist stark enthalten, also dieses MSM, sehr gut. Es kann den Blutdruck senken, den Cortisolspiegel senken, es kann tatsächlich vor Sonnenbrand schützen, es schützt Zähne vor Karies, sehr interessant, und es bietet einen adäquaten Schutz vor Alzheimer. Und natürlich spielen andere Dinge da auch eine Rolle, aber das ist alles das, was dem Kakao sehr gut und sehr positiv zugeschrieben wird. Kakao hat allerdings auch eine Kehrseite. Es enthält bestimmte biogene Amine, sogenannte Lektine. Die können dazu führen, dass man Migräne kriegt oder allergisch reagiert auf den Kakao. Da bitte vorsichtig sein, gerade wenn man empfindlich ist. Und auch Migränepatienten müssen aufpassen ein bisschen. Wenn sie da schon wissen, dass sie anfällig sind, dann mit dem Kakao vielleicht vorsichtig sein. Vielleicht ist der Kakao sogar die Ursache für die Migräne, ohne dass man es weiß. Und es ist ein Histaminliberator. Das heißt, es sorgt dafür, dass Histamin freigesetzt werden kann im Körper. Und wer da Probleme hat mit Histamin, sollte da unbedingt Acht geben. Am besten ist es natürlich, den Kakao zu testen und herauszufinden, bekommt er mir nicht, brauche ich ihn nicht. Welcher Kakao ist gut? Es gibt unterschiedliche Hersteller und Lieferanten für Rohkakao und auch für Schokolade in einer guten Qualität. Und um zu wissen, was für euch gut ist und was nicht, ist es am besten, es testen zu können. Mit dem Dr. Mama Testsystem lernt ihr direkt, wie es funktioniert. Traft euch in die Akademie ein, dann könnt ihr mehr darüber erfahren. Liebe Grüße, ciao, der Matthias.